Hallo, ich bin Hengxin. Holzkisten sehen nicht nur schön aus, sie sind auch überall einsetzbar, zum Beispiel als Tischdeko oder als Aufbewahrungsbox. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, sie selber zu bauen? Wie das geht, werde ich euch jetzt zeigen. Ihr braucht Leimholzbretter. Ich habe hier Fichtenholz gekauft und die Bretter habe ich im Baumarkt zusägen lassen. Zwei Griffe und dazu passende Schrauben. Ein Glas, Pulverbeize und Pinsel. 12 Holzdübel, um die Kiste zu befestigen. Holzleim. Eine Bohrmaschine mit 2 Holzbohrern für Griffe und Holzdübel. Lineal und Bleistift. Einen Schraubendreher und Schleifpapier. Als erstes bereitet ihr die Holzbeize vor. Das Pulver löst ihr in 250 ml heißem Wasser auf, dann abkühlen lassen. Ihr könnt auch flüssige Holzbeize nehmen, aber ausgefallene Farben gibt es oft nur in Pulverform. Dann schleift ihr die groben Stellen an den Holzbrettern glatt. Jetzt werden die Bohrlöcher markiert. Zuerst messt ihr die Mitte aus, zieht eine Linie. Danach ist es leichter, die Bohrlöcher von links und von rechts jeweils mit 3 cm Abstand zur Kante anzuzeichnen. Umdrehen, hier genau dasselbe machen. Ausmessen und anzeichnen. Danach zeichnet ihr die Bohrlöcher im gleichen Abstand für die quadratischen Enden der Holzbox an. Und zum Schluss die Seitenteile. Hier messt ihr ebenfalls die Mitte aus und markiert die Bohrlöcher jetzt jeweils 5 cm vom Rand. Nächster Schritt, bohren. Insgesamt braucht ihr 24 Bohrlöcher. Ein Tipp, damit ihr das Holzbrett nicht aus Versehen durchbohrt, wickelt etwas Klebeband um den Bohrer und bohrt dann immer bis zur Kante. Das hilft. Nun geht's los. Damit die Bretter bündig zusammenpassen, bohrt ihr an den Längskanten etwas tiefer. Wichtig ist, dass ihr wirklich gerade bohrt. Eine Buchstütze ist hierbei praktisch. Nun setzt ihr die Holzdübel ein. Dazu an den Kanten Holzleim verteilen. Nun alle Teile fest zusammenstecken. Jetzt könnt ihr in der Farbe eurer Wahl beizen. Ich habe Rot gewählt. Wenn ihr fertig seid, lasst ihr das Holz trocknen. Für die Griffe markiert ihr die Bohrlöcher im oberen Drittel mittig, dann bohrt ihr. Jetzt nur noch die Griffe anschrauben, danach ist eure selbstgebaute Holzbox fertig und vielseitig einsetzbar. Wenn ihr gleich mehrere Boxen baut, könnt ihr sie zur Seite kippen, übereinander stapeln und als Regal nutzen.